Und da bin ich auch schon wieder in einer neuen Aufnahme live in the Woods. Was haben wir beim letzten Mal? Was habe ich beim letzten Mal gemacht? Ich habe am Haus weitergebaut. Am Haus, genau. Es ist Nacht, ich gehe erstmal schlafen. Ich mache erstmal wieder. So sollte das reichen. Obwohl, ja. Schwierig abzumischen mitunter. Na. Lass mich pennen. So, mit dem fröhlichen Häuserbau machen wir heute weiter. Das bedeutet, wir müssen erstmal ein paar Bäume hauen. Boah. That lags. Mir merken, auf welchen Lautstärken ich die Sachen hier habe. So sollte es, denke ich, mal gehen. Wir schauen mal eben wieder bei dem Pflänzchen vorbei. Ich hoffe mal, das geht besser, wenn wir das Feld neu gebaut haben. Eventuell liegt es wirklich am Weg, aber das kann ich nicht genau sagen. Da müssen wir dann vielleicht doch einen anderen Weg nehmen. Vielleicht geht es mit Carpenters Blöcken in Form von diesem Weg besser. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe da irgendwie noch nicht so die Lösung gefunden. Jetzt würde ich fast sagen, machen wir es am einfachsten so, dass ich ein bisschen Kompost hole. Der war hier drin. Dann müssen wir nicht großartig nach Bäumen suchen, sondern pflanzen wir uns die eben hin, holzen die ab. Denn wir brauchen einen ganzen Haufen Holz, um das Haus zu bauen. Machen wir erstmal alles mit Eichenholz. Später kann man das ja immer noch abändern. Warum hat jetzt da was? Zack. Und dann werden da immer diese doofen Flöcke draus. Was soll denn das? Ein Baum. Kein Spielzeugbaum. Er ist ein Dreck. Habe ich irgendwas davon, wenn ich vier nebeneinander mache? Irgendwo random hin? Liegt es vielleicht daran, dass es hier nicht breit genug ist oder so? Ne, es kommen immer diese blöden Flöcke raus. Das ist doch Bullshit! So, die lassen wir jetzt einfach erstmal decayen. Dann haben wir hier auch ein paar Bäumchen in der Nähe. Muss ja nicht immer alles so leer bleiben hier. Da können sich zwar die Skelette drunter verstecken, aber sei es drum. So, die kriegen wir jetzt immer, glaube ich, auch wieder zusammengepappt, ne? Jawohl. Vier Block Holz. Ist ja der Wahnsinn. Ach ja. Was würde ich jetzt. Was könnte ich jetzt Schönes erzählen? Was heißt Schönes? Warte auf Post. Das ist aber auch eher ungewöhnlich, nicht ungewöhnlich. Ich soll auf Post warten. Er hat mal irgendwas irgendwo abgegeben, wartet auf Antwort. Und dann baut das immer ewig und man zittert. Ob alles glatt geht oder nicht. Das ist dann ein bisschen doof. Den hier noch. Wächst ja alles nach. Ansonsten, ja, boah, sind schwierige Zeiten, in denen wir gerade leben. Trump ist dabei, Amerika zu unterwerfen. Die Frage, ob Clinton eher das Rennen macht, vertraue da irgendwie nicht so drauf. Weil die meisten Amerikaner irgendwie nicht so daran denken, das kleinere Übel zu wählen. Das, weiß nicht. Es wirkt ein bisschen manchmal so, wie wir stürzen das Land ins totale Chaos und gucken mal, was passiert. Dann auch die Sache in der Türkei, über die ich mich eigentlich überhaupt nicht auslassen will. Weil das ist ein sehr schwieriges Thema, bei dem ich jetzt nicht mit gefährlichem Halbwissen glänzen möchte. Da hat keiner was von. Ich habe am Ende nur Schere rein. Ansonsten, ja. Pokémon Go, Top-Thema.
bin ich immer noch fleißig dabei. Ich muss sagen, es gibt zwar viele, die echt haufenweise Leute, die das Spiel wirklich fesselt und begeistert. Da zähle ich mich auch zu, denn ich habe festgestellt, ich gehe mittlerweile absichtlich Umwege, weil ich auf dem Weg mehr Pokémon fangen kann. Oder mein Ei ausbrüte. Oder als eine Arena auf dem Weg, dann denke ich mir, ah, komm, da gehst du mal die Kilometer länger. Dann kriegst du da schön Pokémon. Ja, so schnell geht es. Man muss die Leute nur richtig motivieren. Und offensichtlich klappt das bei sehr viel mit einem simplen Handygame. Natürlich werden auch sehr viele Theorien geschmiedet und sehr viele wie heißt es? Ja, ich würde nicht sagen Cheatereien, so ein bisschen, obwohl eigentlich schon, dass man irgendwie einen Schrittzähler trotzdem weiterlaufen hat, wenn man auch gar nichts macht. Und dann so Sachen wie Fake GPS, wo ich heute gelesen habe, wenn man so einen Quatsch macht, dann wird der Account gesperrt. Das würde ich mir ja lieber ersparen, aber naja. Weil man kann sich ja unendliche Accounts erstellen und dann, wenn man es mit einem verkackt hat, kann man halt den nächsten hochziehen. Und das ist ja nicht die Welt. Und es ist halt nur, dass halt der ganze Spielstand weg ist. Ne? Das ist wenn man da ein bisschen was rein investiert hat an Zeit, dann ist das schon ein bisschen ärgerlich. Bäh. Ich für meinen Teil spiele das alles ganz normal. Ich laufe durch die Gegend, sammle hier ein bisschen das, reg mich auf, dass die Server abschmieren, laufe vor Bäume und so. Ist aber ganz normal. Ja, das ist ja ganz normale Wahnsinn. Was habe ich denn? Was ist das denn? Das könnte unser Abfalleimer werden. Jetzt geht das echt bis unten durch? Ist hier dann offen? Da ist gar nichts. Okay, müssen wir uns merken. Und Holz haben wir mittlerweile, ja, fast zwei. Ja, anderthalb bis sechs. Nee. Wieder fest in der Welt. So. Ansonsten, ja, ich habe einen sehr intelligenten Schachzug gemacht. Und zwar habe ich mir Final Fantasy 15 fest vorbestellt und dann festgestellt, Mist, ich habe es mir für die PS4 vorbestellt und ich habe keine PS4. Das heißt, ich muss mir bis zum Release eine PS4 angeschafft haben. Kostet ja nichts, das Ding. Ist ja Schnapper. Billig, billig. Aber naja. Muss ich ja auch nicht sofort. Also man kann ja auch einfach warten, bis man dann das Geld zusammen hat und dann hat man das Spiel halt schon. Ne? Ist, glaube ich. Ich habe auch nur die Vorbestellung nicht storniert, weil das eine Limited Steelbook Edition ist. Und die möchte ich mir dann doch nicht entgehen lassen. Die hätte ich dann doch gerne. Ja, solche intelligenten Entscheidungen treffe ich in meinem Leben. Im selben Atemzug habe ich mir auch noch Pokémon Sonne und Mond vorbestellt, weil ich mittlerweile aus so ziemlich jeder normalen, aus jedem normalen Pokémon-Spiel, aus jeder Generation davon mindestens ein Spiel habe. Ich habe Pokémon Gelb bis Blau und Rot, dann habe ich noch Gold bis Teil, ne? Komplett. War gerade mal verwundert. Es klang so, als wäre hier irgendwer reingekommen. Schrups. Wobei stehen die Rubin, Saphir, Smaragd auch alle am Start. Damals schön von meinem Klassengeld zusammengespart. Wenn mir ein bisschen was gefehlt hat, hat Mutti gesagt, ja komm. Nerv nicht, kriegst du. Ist ja doch so ein bisschen der Vorteil, den man zum damaligen Zeitpunkt als Einzelkind hatte. Bis da meine kleine Schwester auf die Welt kam. Und dann waren die Privilegien vorbei. Aber nicht schlimm. Ist ein gut geratenes Kind geworden, habe ich für gesorgt. Schön mit Videospielen und Anime und Manga infiziert und dann ließ sich das gut aushalten. Ich vibriere. Warum? Alter, was wieder alles. Ne?
Ja, meine Freundin schickt mir gerade die aktuellen News. Genau, Pokémon GPS-Daten fälschen, okay. Beim Camppark am Rhein wurde eine Leiche gefunden und in Würzburg ist einer im RE-Amok gelaufen mit Stichwaffen. Na, wie gesagt, wunderbare Zeiten, in denen wir leben. Es ist der Wahnsinn, es ist der nackte Wahnsinn, was momentan auf der Welt abgeht. Also ich bin ja schon der festen Überzeugung, Leute, die Welt ist schon am Abgrund. Das sage ich mir selber schon seit 10 Jahren, seit ich 12 bin. Nein, nee, gut, ist übertrieben. Sagen wir mal seit 5, 6 Jahren, seit ich ungefähr 16 bin. Kommt besser hin. Sag ich doch schon, Leute, was zur Hölle. So, ist die große Überlegung, wie machen wir es am schlauesten hier? Drei hoch, haben wir hier dann schon das Dach oder noch zwei höher? Hm. Ich habe schon gerne lichtgeflutete Eingangshalle. Müssen wir ein bisschen gucken. Die Treppen müssen natürlich auch noch schön designt werden, aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Dann wird das alte Haus abgerissen. Das neue wird dann... Also erstmal wird das neue hochgezogen, dann wird das alte abgerissen, ne? So wie es Sinn macht. So, dann können wir hier, glaube ich, schon wieder ein paar mitnehmen. Dann machen wir schon mal ein paar neue fertig. Ich habe keinen Platz. Wieso habe ich keinen Platz? Weil ich hier einen Haufen Gemüse mit habe. Toll. Ganz blöde Blumen. Sunflower Seeds, aha. Aber aus denen kann man dann, glaube ich, auch Öl machen. Das ist gar nicht mal so blöd. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Ich muss ins Bett. Wir sollten uns da oben mal ein Bett hinstellen. Wäre eine Maßnahme. So. Die kommen hier mit rein. Ja, dann kommen. Wait. Machen wir mal einen neuen. Ein paar neue Baits. Wenn wir überhaupt mehrere schaffen, das weiß ich gar nicht. Eins. Ja. Wobei ich müsste eigentlich gar nicht die Fische dafür verschwenden. Ja, das ist ja eigentlich. Das ist ja vollkommen stupid, dass ich die Fische hier reinpacke. Ich kann einfach aus Tofu kann ich ja Dings machen. Ist ja dumm, wenn ich jetzt alles hier weg Dings verschwende. Mein Gott, mir fehlen die Worte. Mal Hunger? Bisschen, aber geht noch. Na gut. Das sind die Leute mit dem langsamen Gehirn, die sagen immer nur Weißt du Bescheid? Das haben wir uns bisher oben nur ein bisschen umgesehen. Ach, wie mache ich das denn am dümmsten? Ich glaube, ich brauche erstmal einen groben Umriss, wie das Ding aussehen soll, bevor ich mich hier um die Deko kümmere. Ach, da oben brennt wieder einer. Na, sowas. Bist du noch da? Nö, einfach verfackelt. Okay. Hier noch jemand da? Ein Schaf. Schaf in der Butze. Das ist ja toll. So, die Eingangshalle. Ich mache hier erstmal leer. Ne? Muss ich dann zwar alles noch wieder mit Holz auffüllen, die Wände und so weiter, aber ist, denke ich mal, verkraftbar. So, 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 so. Ja, gut. Ja, ein wenig mit TNT ziemlich gelegen, komm. Aber wir machen es ohne. Schön mit Schaufeln. Haben wir noch eine? Nee, natürlich nicht. Weil ich bin gut vorbereitet, ne? Ich muss mal gerade revidieren, dass ich einen Bauplan im Kopf habe. Eigentlich habe ich momentan hier gar nichts im Kopf. Ich baue erstmal einen Umriss und dann denke ich mir so, ja, das könnte schicker aussehen.
Da hast du ein bisschen Scheiße gebaut. Oh, das kennt ihr. Das kennt ihr ja von mir. Ich mache erstmal und dann überlege. Ich würde jetzt gerne das bis hierhin machen. Ich muss auf der anderen Seite auch. So. Dann kommt hier praktisch das Dach. Das hat ja sehr gut funktioniert. Das war ja richtig schlau. So ein Dreck. Nee, Quatsch. Komm ich mir die Axt für. Okay, müssen wir dann berichtigen. Ich hätte gerne ein Glasdach oder so ein gewölbtes. Ich muss mal gucken. Bates muss ich auch noch reinpacken. Nee. Versuche mal vor den Piranhas zu entkommen, die hier rumschwimmen. Wieso habe ich ja Piranhas im Vorgarten? Ist doch doof. Die fressen mich doch. Das mag ich nicht haben. Hab ich noch Sticks? Jawohl. Und in weiser Voraussicht schon mal ein paar Schaufeln. Also zwei. Obwohl, nee, komm, ich mach dann noch. Jetzt sind es drei geworden. Drei sollten es auch werden. Dann mach ich mir noch zwei Äxte. So. Dann kann das wieder da rein. Die kann hier rein. Oh, das passt kein Platz mehr. Dann packe ich das Gemüse nicht in eine Futtertasche, sondern hier rein. Oder noch mehr. Spring. Tofu. Ein Stick. Cherrywood, das brauchen wir gerade überhaupt nicht. Das kann weg. Das Schwert behalte ich da, weil man weiß ja nie, was einem noch so begegnet. Ah, verdammt. Hab was vergessen. Ich wollte was ausprobieren hier. Eigentlich mit denen hier. Wie macht man die nochmal? Kann man das irgendwie nachgucken? Nee, halt. Carpenter's Wedge war das, glaube ich, ne? Wedge Slope. Achso, Sticks. Und na gut, dann machen wir noch mal ein paar von. Haben wir noch Carpenter's Blöcke? Vier Stück. Na, es ist ja nicht so viel. Okay. Dann investieren wir hier mal ein bisschen rein. 33. Ja, ne, ne. Ach, guck mal. So. Perfekt. Jetzt brauche ich noch ein paar. Halt, wir haben noch Blöcke. Ich weiß auch gar nicht genau, wie viele wir davon brauchen. Ich mache erstmal ein paar. Dann kommen 6 Stück raus. Ja, 24. Das langt erstmal. Die kann ich dann ja noch verändern. Okay. Die kann man die zusammenfassen? Jawohl. Ja, also meine Planung ist nicht gerade herausragend. Und ich habe Hunger. Mal normalen Cheeseburger heute. Muss ja nicht immer mit Bacon sein, ne? Da reicht ja auch einmal Fleisch. Okay, dann würde ich es ja eigentlich schon gerne das von hier aus machen. Er ist natürlich nicht so schlau. Habe ich den Hammer noch mit? Jo. Ihr packt euch da erstmal hin, wie es euch beliebt. So, jetzt wird ja alles anders gemacht.
Hä? Für den Enderman? Wo ist er? Ich habe gerade einen Enderman gehört. Wo ist er hin? Hm. Da nicht. Wie kriege ich den denn vernünftig hier? Ich hätte ihn gerne genau andersrum. Hätte ich den vielleicht, wenn ich das jetzt nochmal mache, jetzt mal ab den hier weg. Wenn ich die oben ansetze, wird das dann besser? Tatsache. Okay. Müssen wir es so machen. Dreck. Ja, toll. Jo. Es geht doch, wie geplant. Nein. Gut. Das hier machen wir so. Einer tanzt natürlich wieder aus der Reihe. So. Dann kommt hier jetzt das hier erstmal wieder weg, wo wir schon mal hier sind. Ist halt die Eingangshalle, die soll an sich sehr hell werden. Deswegen. Oh Gott, geht das? Oh, es geht gerade so. So. Was hier auch noch? Da dann nicht. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich weiß es selber noch nicht genau. Ist halt ein bisschen noch Experimentierphase. Das auf dem Server war ich immer ganz groß in Sachen bauen, aber ob die dann optisch immer so der Hammer waren, das wage ich nicht zu beurteilen. Ich sollte mir eventuell auch mal eine Werkbank hier hinstellen. Habe ich noch eine irgendwie mit? Ich glaube ja nicht. Nö? Nö. Okay. Dann. Ach schön. Kann ich jetzt so machen? Ne, ich kann die glaube ich einfach so da verwenden. Dann so. Noch den Hammer. So. Theoretisch. Was ist das denn? Achso, da werden die ja quasi ganz normal geplaced. Wenn man das mit Shift macht. Mein Freund, der Tausendfüßler. Es wird dunkel. Ich mache das hier vielleicht einfach so, dass ich da auch. Fragen über Fragen. So, das hier weg. Das war einer zu viel. Und ich stelle mir gerade mein Bett auf. Das hatte ich doch hier drin. Jawohl. Das fluppt ja richtig mit meinem Inventory. Aber genau den Plan, wo was rumliegt. Zack. So, so wäre dann der Eingangsbereich. Das mache ich jetzt einmal voll. Hat ja wieder sehr gut funktioniert, weil ich wieder die Shift-Taste gedrückt habe. Aus Angst, hier irgendwo runter zu sehen. Das ist ja toll. Jetzt fällt mir alles runter. So. So.